Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite-Shop vom heutigen Tag. Doch bevor ich jetzt hier auf den neuesten Shop gehe, wollte ich einfach nur mal ganz kurz sagen, dass ihr gerne meinen Kanal abonnieren könnt, wenn ihr keine Videos mehr zu dem Shop verpassen wollt. Das würde mich auf jeden Fall auch echt mega freuen und jetzt würde ich sagen, gehe ich mal direkt auf den neuesten Shop vom heutigen Tag. Jetzt sind wir auch schon im neuen Shop und wir sehen direkt hier ein neues Emote bei den täglichen Gegenständen. Das zeige ich dann gleich, davor zeige ich nur mal ganz kurz den Rest. Und zwar sehen wir bei den vorgestellten Gegenständen wieder mal das neue Set vom gestrigen Tag. Und zwar das Set mit den Spinnenritter-Skin und das ist ja hier dieser Spinnskin hier, der einfach nur verdammt heftig aussieht. Mir gefällt das Skin ja auch nochmal gut, weil er mich mega an den schwarzen Ritter erinnert. Und er sieht einfach im Großen und Ganzen sehr, sehr gut aus. Und ich kann den Skin einfach nur empfehlen. Das ist auf jeden Fall ein Skin aus dem Set. Dazu gab es aber noch einen anderen Skin, und zwar diesen Skin hier, der Arachne-Skin. Das ist hier die weibliche Form. Und auch der Skin sieht auch nochmal heftig aus. Hier mit dem Rückenteil so eine Spinne. Und auf jeden Fall ist das hier der weibliche Skin, sieht auch verdammt gut aus. Und das sind hier die beiden neuen Skins auf jeden Fall. Die sind dann beide heute nochmal im Shop, passen mit der Hacke und dem Gleiter. Das hier ist dann die Hacke Netzfetzer. Das ist halt so eine Axt, würde ich mal sagen. Und hier kann ich direkt mal den Ton zeigen. Ja, ganz simple Hacke, gefällt mir ganz gut. Und das hier ist dann der Gleiter, Flugweber. Das ist halt hier so eine Spinne. Und da habe ich ja schon gesagt, die sieht ein bisschen gruselig aus. Aber gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ja, dieses Set ist heute nochmal im Shop. Ja, und bei den täglichen Gegenständen sehen wir hier den Patronengurt an erster Stelle. Und das ist ja hier dieser Skin mit diesem Patronengurt hier um. Ja, sieht eigentlich echt immer noch sehr krass aus, muss ich sagen. Ich kann ja auch ein bisschen näher zeigen. Der hat hier so eine Sonnenbrille auf und sieht auf jeden Fall verdammt cool aus. Und dann sehen wir noch den Kommando-Skin. Ja, ist halt ein ganz simpler Skin, ist nichts Besonderes. Schwarzes Oberteil, ganz normale Hose und sowas. Kein besonderer Skin eigentlich, sieht aber dennoch ganz okay aus. Und dann hält mir hier noch die Pömpelhacke. Und die Hacke kann ich eigentlich nur empfehlen. Das ist halt einfach hier diese Pömpel mit diesem Katana hier. Und hier kann ich auch direkt wieder den Ton zeigen. Ja, immer noch eine sehr, sehr coole Hacke. Spiele ich sehr oft und sehr gerne. Und dann sehen wir noch das Schrullig-Emote. Ja, immer noch einer meiner Lieblings-Emotes. Mir gefällt die Musik davon immer noch sehr, sehr, sehr gut. Und dann sehen wir noch den Ausflug in den Gleiter. Und dieser Gleiter ist eigentlich echt verdammt selten, weil er zuletzt vor, ich glaube, 5 Monaten im Shop war. Und auf jeden Fall ist er heute hier auch wieder im Shop. Ist auf jeden Fall ein sehr seltener Gleiter. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir direkt zum neuen Emote, Elektro-Swing. Ja, das war jetzt auch schon der neue Tanz und ich muss sagen, der sieht ja immer unnormal cool aus. Die Musik dazu ist echt verdammt cool und der kostet einfach nur 500 V-Bucks und ich muss sagen, für den Preis ist es echt ein sehr, sehr cooler Tanz. Ja, und das war dann eigentlich auch schon der Shop am heutigen Tag. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, bis dann und ciao.